Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, herzlich willkommen bei Einblick. Wir zeigen in unserer Sendung Beiträge junger TV-Reporterinnen und TV-Reporter sowie regionaler Filmemacherinnen und Filmemacher und ausgesuchte Vorträge aus dem Wissensturm. Für detaillierte Informationen schauen Sie bitte auf unsere Homepage unter www.medienwerkstatt-linz.at. Ich wünsche Ihnen nun bei der folgenden Sendung gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei unserem Projekt Land auf, Film ab. Wir, Schülerinnen der 4E, besuchen die Havila Ehlenberg und starten heute im Rahmen unseres Projektes mit den ersten Dreharbeiten durch. Wir befinden uns hier im Zentrum Linz und befragen Leute, was sie zu dem Thema Landwirtschaft denken. Wie stellen Sie sich den Beruf Landwirt oder Bauer vor? Wunderschön. Wenn man dafür gut geeignet ist, meistens ist es ja so, dass man in der Familie, dass man von der Familie her weitergeht. Ne? Aber an und für sich, also, glaube ich, ist es ein sehr schöner Beruf. Ne? Viele wollen heute nicht so viel arbeiten, glaube ich. Ne? Das ist das Problem. Ich stelle mir vor, dass man als Landwirtin früh aufstehen muss. Das ist der Start, aber dass man den ganzen Tag sich frei einteilen kann. Man braucht sich nur richten nach dem, was die Arbeit verlangt. Man ist in der freien Natur, man ist selbstständig. Ja, anstrengender, gesunder Beruf. Ja, es ist sicher ein sehr aufwendiger Beruf und nicht einfach, nicht für jeden machbar, weil man muss ja doch die Liebe zur Natur und zu den Tieren haben und man muss sicher... Man hat auch irgendwie eine Verantwortung. Also das kann sicher nicht jeder machen, aber es gibt sehr viele junge Leute, die das noch mit sehr viel Herzblut betreiben, Gott sei Dank. Ich denke, er hat ordentlich zu tun den ganzen Tag und das ganze Jahr vor allem. Er hat nie frei, nie Urlaub. Sehr anspruchsvoll, sehr viel Arbeit und erwirtschaften dann heutzutage nicht mehr viel. Ja, Landwirtschaft ist ein harter Beruf, körperlich vor allem, weil ein sehr aufwendiger, weil man die Tiere versorgen muss, die Pflanzen, die Felder und man weiß nie, welches Wetter kommt. Also es ist auch risikoreich immer wieder und leider kommen durch gesundheitliche Probleme der Tiere dann auch die Landwirte oft finanziell ein bisschen in Probleme, wo man nur hoffen kann, dass einfach die Arbeit und wertgeschätzt wird und vor allem auch, dass den Leuten bewusst wird, woher kommt überhaupt Nahrung, wer macht das alles, was für Arbeitsaufwand das ist. Und das finde ich sehr schade eigentlich, dass das so wenig wertgeschätzt wird vom Land Oberösterreich und überhaupt. Aber es ist ein harter Beruf. Aber das Schöne wiederum daran ist diese Naturverbundenheit. Das habe ich selber als Kind erlebt und ja. Könnten Sie sich vorstellen, selbst eine Landwirtschaft zu betreiben und warum ja oder warum nein? Ich habe, wenn ich ehrlich bin, sehr wenig Bezug zu diesem Beruf. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, eine Landwirtschaft zu betreiben. Ja, ich habe, glaube ich, zu wenig Bezug dazu. Ja, ich esse gern gute Produkte aus der Landwirtschaft und gesunde und Bioprodukte, aber ich selbst möchte keinen so einen Betrieb führen. Ich habe nicht einmal je einen Garten oder was gehabt. Ich bin eine hundertprozentige Städterin. Prinzipiell ja. Ich bin am Land aufgewachsen. Wenn es sich ergeben hätte, hätte es sein können. Aber es ist halt anders gelaufen. Aber prinzipiell ja. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich mich wird abschrecken, dass ich so gebunden bin. Wenn ich Tiere habe, muss ich immer da sein. Das würde mich daran hindern, Landwirtin zu werden. Das wäre schon ziemlich gut, weil da ist man mehr oder weniger unabhängig von vielen Geschäften und so weiter, würde ich sagen. Also von dem her würde ich schon sagen, dass es mich interessieren würde. Ja, es war immer mein Wunsch, darum habe ich selber die Landwirtschaft schon gemacht. Und
ich selber bin halt nicht vom Bauernhof, aber es hat schon auch was Schönes an sich, am Land zu leben, wo es ruhig ist. Und die Arbeit an sich ist herausfordernd, das darf man nicht vergessen, aber es ist schon noch ein Wunsch in mir, ja. Also wenn ich das schöne Wetter sehe, dann denke ich mir manchmal, es kann ganz interessant sein. Und wenn ich die Bauersfrauen, also die Bäuerinnen am Hauptplatz sehe, die ihre Waren oft verkaufen, denke ich mir, ja, vielleicht kann das ganz nett sein. Aber nein, also im Grund für mich selber, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, Ställe auszumisten. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ja, eventuell schon, wenn die Zeiten es erfordern, dass man selbstständig ist und sich selber darum kümmert, dass die Nahrungsmittel auf den Tisch kommen. Das heißt, wenn irgendwann einmal vielleicht das Wirtschaftssystem, wie es heutzutage besteht, zusammenbricht, dann könnte ich mir persönlich vorstellen, dass ich Landwirt werde, so aus der jetzigen Wirtschaftslage aus eher nicht. Unter Umständen haben Sie schon vom Bauernsterben unter Anführungszeichen gehört, dass immer mehr kleine Betriebe zusperren müssen, weil es sich nicht rentiert. Hätten Sie da Ansätze, wie man das verhindern könnte oder welche Produkte man kaufen sollte, damit diese gefördert werden? Ja, davon habe ich natürlich schon gehört. Gerade die Milchbauern, die zu wenig Geld für den Liter Milch bekommen. Ja, natürlich, man müsste eben mehr bezahlen für die Produkte und ich wäre auch bereit dafür, durchaus für Milch und andere einheimische Produkte mehr zu bezahlen. Naja, man soll auf jeden Fall schauen, dass man österreichische Produkte kauft, die eben von Bauern erzeugt werden oder angebaut oder so weiter werden. Und je mehr man österreichische Sachen kauft, umso besser ist es, weil es ist halt nicht mehr einfach für Bauern und vor allem für Kleine. Ja, das müsste dann wahrscheinlich ein bisschen gerechter aufgeteilt sein und die größeren Betriebe müssen mehr Rücksicht auf die Bauern nehmen. Und weil die Produkte halt, das müsste ein bisschen besser aufgeteilt werden, glaube ich. Ich glaube einfach, dieses Bauernsterben liegt daran, dass einerseits die Leute zu wenig Geld haben, dass sie das bereit wären, für gute Qualität von Bauern das entsprechende Geld zu bezahlen. Ja? Weil es kann nicht sein, dass ein Schweinslungenbraten 10 Euro das Kilogramm kostet. Das ist viel zu wenig für die Qualität und für die Arbeit, die hinter dem Produkt steckt. Ja? Aber solange die Leute nicht verstehen, wie wichtig es ist, qualitative Nahrung zu konsumieren und sie halt lieber billige Sachen kaufen, wird es für die Bauern schwierig sein. Wie ihr seht, hat die Landwirtschaft in Linz doch noch Hoffnung. Auch wenn diese Pflanze ein bisschen verdörrt ist, die Linzer und Linzerinnen haben viele gute Ansätze und ich bin mir sicher, Landwirtschaft hat in Linz einen großen Stellenwert. Hallo und herzlich willkommen beim Projekt. Ende. Die Medienwerkstatt Linz bietet für Schulen kostenlose Radio- und TV-Workshops an. Die Schülerinnen und Schüler gestalten dabei gemeinsam einen sendungswertigen Beitrag. Das Ergebnis eines solchen TV-Schnuppertags sehen Sie jetzt. Dominant. Sicher zielstrebig. Sehr stark geneigt, rechts. Ja, den finde ich super, der gibt einmal Gas. Da fällt mir sofort eigentlich seine Frisur ein. Also hässliche Frisur. Bisschen ein Selbstdarsteller, bisschen ein Schauspieler vielleicht. Gibt nur einen Steppert. Also er hat wirklich eine Durchsetzungskraft, das muss ich ihm lassen. Er ist Milliardär. Arrogant. Populistisch. Nicht würdig eines Präsidenten. Seine Haare und seine extrem rassistische, provokante Art, die er an den Tag legt. Mediensüchtig. Er liebt Ferraris. Reich, also sehr protzig. Und er ist bei der Hot-Volley-Liga zu Hause. Verrückt.
Worte quatscht er viel. Eigentlich gar nichts. Und ja, dritte fällt mir gerade nicht ein. Wir sind Schüler der Habeler Lenzer und befinden uns nun in der Linzer Innenstadt, um Passanten zum Thema Trump zu befragen. CNN startet diesen Sommer mit einer Reality-Show im Weißen Haus über Donald Trump, seine Tätigkeiten und seinen Alltag. Was halten Sie davon? Ernsthaft jetzt? Ich finde, der Trump ist schon so medienpräsent, dass mich nicht sonderlich überraschend hat, was der noch alles sagen könnte. Also alles, was von Donald Trump ist, was er sagt und was er tut, ist eine Gefahr für den Weltfrieden und für die EU und für die ganze Welt. Also Reality-Show hat eigentlich nichts Schlechtes. Es kommt halt darauf an, wie die Tätigkeiten dann dargestellt werden, weil ich bezweifle, dass das alles dann originalgetreu so dargestellt wird, wie sie es wirklich machen. Würde ich interessant finden, wenn es das gibt, wenn man so sein Büro sieht, wie er so arbeitet und so. Selbst ein Politiker hat sowieso genug Stress, also braucht er nicht irgendwelche Leute, die haben so an der Backe kleben. Und ich meine, ein wenig Privatsphäre und Freiheit, da hat er nicht schon in so einem stressigen Beruf, der hat eh schon genug zu tun. Sendung absagen bitte sehr. Vielleicht ist Donald Trump dann gar nicht mehr Präsident von Amerika. Weil er im Prinzip auch eine riesen Reality-Show aus der Politik in Amerika macht. Und insofern denke ich, dass man da viel Kritik subtil mit üben kann. Was glauben Sie, sind die Ziele von der Show? Würde er eigentlich nur von seinen Skandalen ablenken oder würde er seine Beliebtheit im Land steigern? Also falls das wirklich gibt, wird... Ich glaube, der ist wirklich so selbstdarstellerisch, dass er das nutzt, um sie nur mehr irgendwie... um Werbung für sich zu machen. Ich denke beides, die Beliebtheit steigern und von den Skandalen ablenken. Ich glaube, er ist einfach sehr gern selber in den Medien präsent. Ich habe bisher noch nicht von der Show gehört, dass sie starten soll. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Ich denke, es wird verschiedene Leute verschieden ansprechen. Ich glaube schon, dass er in dieser Show die als Populist sich weiterhin profilieren will und weiter einfach der Welt zeigen will, dass er der Größte und Stärkste ist. Unter Anführungszeichen. Wenn Sie jetzt zum Präsidenten gewählt werden würden, was würden Sie sofort wieder ändern? Dass die Amerikaner wieder ein Gesundheitssystem haben, dass auch arme Leute, die heute vor dem Krankenhaus stehen lassen werden, auch ins Krankenhaus reingenommen werden. Ich würde schon was ändern, aber es lässt sich nicht verändern. Die Leute dafür zu sensibilisieren, wo die Probleme liegen, im Fremdenhass, in verschiedenen anderen eher konservativen Einstellungen. Das ist eine viel zu große allgemeine Frage. Ich würde wahrscheinlich einiges am Gesundheitswesen, eben auch wie es der Obama versucht hat, ändern wollen. Ich bräuchte erst einmal eine gewisse Zeit, dass man sich ein Team zusammenstellt und dann langsam mal die Sache angeht. Da wäre ich wahrscheinlich früher Papst als Präsident. Nein. Die besagte Reality-Show ist frei erfunden. Wir wollten damit das Interesse der Befragten wecken. Ich bezeichne Waldgärten auch gern als einen arrangierten Garten für den modernen Jäger und Sammler. Das ist so meine Definition dafür, dass ich mir meinen Garten eigentlich so auslege, dass ich alles habe, was ich brauche. Ich habe Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal durch Zufall von Permakultur erfahren. Und zwar bei einem Flohmarkt habe ich die Bücher von Bill Mollison, Robert Hart, Graham Bell gefunden.
ich habe es eigentlich verschlungen, die Bücher, und habe dann begonnen, Bäume in unserem Garten anzupflanzen, Sträucher und so weiter. Ja, so ein Garten entsteht nicht auf einmal, das ist klar. Die Bäume waren noch klein. Ich habe es zum Teil selbst aus dem Kern gezogen und veredelt. Und so nach und nach habe ich Raritäten erworben. Ich bin auch Mitglied bei der Arche Noah. Dort kriegt man sehr viel seltene Pflanzen. Ja, jetzt schaut es schon ein bisschen aus wie ein Waldgarten. Das ist der Anis Yso. Das ist eine Teepflanze eigentlich. Gibt einen sehr guten Tee und hat einen Geschmack eigentlich wie der Anis. Wie man sieht, die Wildbienen und die Bienen auch, die stehen alle recht drauf. Den Nektar davon. Summt es gerade so um mich. Der wird wahrscheinlich genauso gesund wie der Anis. Der ist so gesund wie der Anis, ja. Es dauert lang, bis so ein Waldgarten, also dieser Waldgarten, meinem Wunschbild entsprechen wird. Ich hoffe, dass ich noch 20 Jahre daran arbeiten kann. Dann kann ich mir vorstellen, wird es irgendwie meinem Idealbild entsprechen. Ich muss halt hart daran arbeiten. Ich betreibe Bodenverbesserung, zum Beispiel durch Mulchen, Häckselmaterial. Im Garten habe ich viel Biomasse, das wird alles gehäckselt. Ich bin ja ständig dabei zu korrigieren, Äste, die stören, entfernen. Ja, und es kommt eigentlich sehr viel zusammen an Material. Je mehr wächst, umso mehr Material habe ich wieder zur Verfügung, zur Bodenverbesserung. Ich versuche auch Wege zu gestalten mit Häckselmaterial, damit man im Waldgarten wie in einem Wald dahin schreiten, könnte man sagen, kann. Sehr viele heimische Pflanzen. Das zum Beispiel ist die Pimpernuss, die ist bei uns in der Böser Heide heimisch. Dann weiters Kornelkirschen, die nehmen bei uns einen sehr hohen Rang ein. Ich verwende die Kornelkirschen für die Schicht der hohen Bäume, und zwar lasse ich es hochwachsen. Die Kornelkirsche ist nämlich ein Fallobstbaum. Es hat keinen Sinn, wenn man die Kornelkirschen pflückt. Man erwischt meistens die Unreifen. Wenn die Kornelkirschen reif sind, fallen sie vom Baum. Man braucht nur irgendwas drunter stellen und schütteln, dann habe ich die reifen Kornelkirschen am Boden. Also die Kornelkirschen selbst, die werden ja bei uns für Marmeladebereitung verwendet. Und die Äste der Kornelkirschen, die ich im unteren Bereich entferne, werden wieder zum Häckseln verwendet für Bodenverbesserung. Geodestiktom, ein Geodom, der besteht aus lauter 5 und 6 Ecke, und die 5 und 6 Ecke wiederum bestehen aus lauter Dreiecken. Und das haben wir letztes Jahr im Winter gebaut, aus Holz. Das ist ein bisschen eine gefinkelte Geschichte mit Gärungen draufschneiden. Und jetzt gehört es halt nur bespannt mit einer Gewächshausfolie, gehört es nur bespannt, dann ist es eigentlich fertig. Natürlich könnte man es auch so jetzt als Ranghilfe verwenden und Wein aufwachsen lassen, Kiwi aufwachsen lassen, was auch immer. Aber natürlich, weil es ein Holz ist, hält es halt nicht ewig. Das ist der Gewürzstrauch. Wir trocknen die Blätter und mahlen sie. Und dieses Gewürz kann man dann für Mehlspeisen verwenden, zum Beispiel für Lebkuchen. Das riecht sehr angenehm. Das ist die Taglilie, da kann man die geschlossenen Knospen ins Gemüse reingeben, so Wokpfanne oder solche Sachen. Und die Blüten davon, die haben gescheitern, wenn man sie halt isst. Das ist Königskerze. Das ist ein Todeshaufen, wo es einfach
Insekten einnisten können, Wildbienen, Solitärbienen eben. Da sind die Frostspuren von den Käfern und da gehen sie überall rein, die Wildbienen. So ist das halt eher was Natürlicheres. Einfach Arbeit unterlassen und das Material im Garten liegen lassen, nicht immer alles zusammenräumen. Dann haben sie da auf den Haufen geschmissen. Und ja, da nisten sie brav drinnen. Das war eigentlich die natürlichste Nisthilfe für Wildbienen. Eine Hanfpalme, die ist aus dem Tessin und die darf eigentlich bei uns ohne Winterschutz heraus nicht überleben. Und da hat sie immer den Schutz von den Ziegeln. Wir betreiben ja Kreislaufwirtschaft, alles was man aus dem Garten entfernen, kommt wieder zurück in den Garten. Zum Beispiel eine Kleinigkeit über das Kompostklo, Komposttoilette. Wird auf den Wiesen wieder ausgestreut und die Sache vermodert dies und gelangt wieder in den Kreislauf. Unsere alten Mostfässer haben ausgedient. Wir haben ja jetzt zum Teil Edelstahlfässer oder Plastikfässer und diese Reifen von den Fässern habe ich jetzt verwendet, habe es zusammengeschweißt und so eine Art Schwammau und da soll der Wein drüber wuchern. Kann man schön drunter gehen und von unten die Trauben ernten. Das sind mehr Kernel als was wir eingeschifft haben. Sie möchten lernen, wie man Radio und Fernsehen selber macht? Die Medienwerkstatt Linz bietet laufend Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an.
informieren Sie sich einfach auf unserer Homepage unter www.medienwerkstatt-linz.at. Ja, das Genussspechtel, das findet heuer das zweite Jahr statt. Wir sind drei Hauptbetriebe, also das sind drei bäuerliche Betriebe, sind direkt vom Markt da. Und wir wollen einfach unseren Hof öffnen für die Kunden, in dem Fall jetzt am 26. Oktober ist für die Wanderer. Es ist an und für sich ein Wandertag und wir haben das voriges Jahr das erste Mal probiert. Und es ist so gut angenommen worden, ist zwar wahnsinnig viel Vorbereitung, aber es ist dann, denke ich mal, der Lohn dafür. Es ist einfach total schön, wie sich die Leute interessieren, wie sie fragen und wie sie einfach trotzdem wissen, woher das Produkt kommt, was sie essen. Wanderer. Es ist eine Route von 12 Kilometern. Es ist auf jeder Station Programm für Kinder, für Familien. Verschiedene Hölzer, und zwar Eisholz von Scheunen oder von Heustahlen, wie man es kriegt oder wie man es zusammensucht. Dann von den Fasseltafeln, alte Fässer, die man sich auch irgendwo organisiert und da macht man was draus. Oder vom Schwemmholz, gehe ich meistens zu der Ager oder zu der Traun oder im Traunfall. Oder auch am Transitrainer. Ja, für uns ist das jetzt die letzte Station. Also wir sind alles durchgegangen. Ich muss sagen, wir sind voll begeistert. Wir haben es eigentlich gehört vom letzten Jahr, dass das so toll alles organisiert ist. Und ich muss sagen, alle Hochachtung. Es sind tolle Highlights und einfach auch so eingebettet in die Landschaft und Umgebung. Es ist alles so schön mitgenommen. Also hat uns sehr, sehr gut gefallen. Thank you.
genau, das ist jetzt Rohrkammerflöten. Da ist eine Trennwand drin. Da geht der Ton vorne rein, das ist ein Blasloch. Geht dann der Luftstrom auf, durchs Vierer dort unter dem Reiter zum Labium und geht dann hinten praktisch ins Tonloch, wo dann mit den Löchern die Töne erzeugt werden. Und wenn es halt heißer wird und eben die Luft kondensiert, dann musst du einfach den Reiter runtergeben und das Ganze trickeln und ausblasen und den Reiter wieder auf und dann kannst du wieder weiterspulen. Da zählst du uns auch, wie du das Loch da innen reinbringst, den Flöten. Ja, das sind im Prinzip zwei Hälften, das heißt, die wird überall Halbkreis reingefräst, dann wird die Mechanik einbaut fahren mit dem Labium und dann wird das Ganze wieder verlängert. Nachher wird das erst außen rund gemacht. Das ist zuerst nur viereckig und wird dann außen rund entweder gefräst oder gewechselt oder mit der Hand rund gemacht, je nachdem wie halt einer die Möglichkeiten hat. Und ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis von der Flöten. Wunderbar. Und habt ihr eine bestimmte Stimmung oder? Je nachdem. Wie lang, und das kommt ein bisschen am Durchmesser an, wie lang die Flöten ist, da sucht man sie in Grundton. Die Amerikaner sagen die Keynote, und in dem Fall ist dieser E. E ist der Grundton und ist dann pentatonisch gestimmt und geht dann auf wie ein Kinderxylophon im Prinzip. Das ist der Basiston mit E. Ja. Du kannst aber auch noch einen Ton drüber spielen. Und so kannst du dann Melodien aufbauen und das Schöne ist, du brauchst keine Noten kennen. Wichtig ist nur am Anfang, dass du lernst, dass die Löcher schön geschlossen sind, weil sonst, also dann, oder sie gickst oder wie auch immer, wichtig ist, dass die Löcher geschlossen sind. Und dann kannst du eine eigene Melodienfolge aufbauen. Zum Beispiel, da gibt es dann einfach einen Schmäh, so, ich gehe aus dem Haus und gehe wieder heim. Dann ist dir eingefallen, dass noch was im Bus kosten ist. Dann musst du in die Arbeit. Und einkaufen musst du auch noch was. Und so tolle kannst du mit so ganz einfach wie Hilfsmittel wieder eigene Melodie aufbauen. Ja, nein, von dem ganz wichtig. Super, nein, das ist eine ganz klasse Sache. Oder was du dann kannst, dass du das nicht das Loch zuhältst, sondern das, dann hast ganz klasse. Ich bewundere das so, weil das ist irrsinnig viel Arbeit für unsere Bauern. Sie wissen auch nicht, wie das Wetter ist. Wir müssen einen Haufen vorher schon anschaffen, wenn das Wetter schlecht ist. Dann ist das wirklich wahrscheinlich ein Defizit. Aber ich habe da heute ganz was Nettes gehört. Wenn viel überbleibt, dann gibt es sicher, wenn der das brauchen kann, zum Beispiel der Korb oder irgendwelche Institutionen, die was brauchen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und im Allgemeinen sind unsere Bauern einfach ganz super und toll. Und ich wünsche ihnen weiterhin sehr viel Erfolg. Ja gut, sehr gut. Die Organisation, alles super, alles bestens. Das Wetter hat auch passt. Preise sind sommerkompatibel. Alles bestens. Überall, jeder hat seine Schmankerl, jeder hat was anderes zu bieten. Also passt. Ich finde es gut, dass die in den Regionen die Chance haben, die Produkte herzuzahlen. Gut auch. Super. Yeah.
mit Käsewurst, mit Emmentaler Käse, Frikadell, Käserei, einfach Käsewurst, die nicht aushängt. Ja, okay, im Prinzip bearbeiten auf verschiedenen essbaren Materialien aus Eis, aus Melonen, aus Kürbis, Skulpturen mit Margarine, aus Schokolade, also alles Mögliche, was man essen kann, formen wir zu Skulpturen zusammen oder schnitzen das aus praktisch. Was sind so die Grundkriterien eines bedingungslosen Grundeinkommens? Noch dazu, wo ich gerade in den letzten paar Monaten festgestellt habe, dass manches, was ich gedacht habe, relativ selbsterklärend ist, dann sich in der Diskussion gezeigt hat, so ist es nicht. Und man redet dann zu lange von verschiedenen Paar Schuhen. Ich weiß nicht, wie gut das lesbar ist, was in diesem kleinen Kastel steht. Das sind für mich so Bezeichnungen, wie man das Grundeinkommen sehen kann. Ja. Es ist ein Hebel, was zu bewegen in Richtung einer anderen Wirtschaftsweise. Es zieht ein Fundament ein in der jetzigen Situation, aber dann natürlich auch, wenn sich schon Gesellschaft verändert hat. Es kann als eine Dividende, als ein gerechter, uns allen zustehender Anteil an dem gemeinsam Erwirtschafteten gesehen werden. Es ist ein Baustein in einem gut ausgebauten Sozialstaat. Es ist ein Recht, ein soziales Menschenrecht, das uns ja schon auch als Ausbuchstabierung der Menschenrechte zusteht. Es ist ein Schlüssel für Veränderung, es geht um Umverteilung. Es ist eine Alternative. Es ist was Notwendiges, es kann aber sozusagen auch was Überflüssiges sein, je nachdem. Es geht um Freiheit, es geht um Sicherheit. Prinzipiell glaube ich, dass in der Konstruktion des bedingungslosen Grundeinkommens Anreiz, darum habe ich diesen Begriff jetzt weggelassen aus dem Kastel, kein Anreizdenken drinnen steht, sondern dass es eigentlich gegen dieses so stark verbreitete Anreizdenken angeht. Ich weiß nicht, welche Assoziationen Sie jetzt damit haben, aber wir haben ja jetzt bei dem schiefgegangenen Versuch, die bedarfsorientierte Mindestsicherung als bundesweites sozialstaatliches Instrument zu retten, haben wir ja wieder mal ganz viel von Anreizen gehört, die da eben nicht richtig gesetzt sind, wenn es so etwas wie diese Mindestsicherung gibt, weil eben die Abstände zwischen der Sozialleistung und den Löhnen zu gering sind und dann würde der Anreiz wegfallen, Beschäftigung aufzunehmen. Und das ist eines von ganz, ganz vielen Beispielen, die deutlich machen, dass in der Politik heute, aber wahrscheinlich eh wir untereinander auch, sehr geneigt sind, uns als solche Anreizwesen irgendwie zu sehen, ja, die uns nicht bewegen und nicht das Richtige tun, wenn es nicht den richtigen Anreiz gibt. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen also in sich gegen dieses Bild vom Menschen steht, dass er nur über Anreize funktioniert. Dass das Grundeinkommen insgesamt durch die Art und Weise, wie es konstruiert und gedacht ist und dann auch wirken würde, Anreize setzt. Das glaube ich schon, ja, weil es einfach im Sinne von sehr viel möglich machen, motivieren. Also so in diesem Sinn ist es in sich als Instrument ein Anreiz, aber nicht in dieser disziplinierenden Verständnis, dass das jetzt herrschende ist. Die Kriterien sind Ihnen vielleicht jetzt einmal soweit bekannt. Immer wieder wird es dargestellt, das bedingungslose Grundeinkommen hat vier Hauptkriterien. Es ist ein allgemeines Grundeinkommen, ein individuelles Grundeinkommen, existenzsichernd und bedingungslos. Gut, allgemein.
da wird so ein Stück damit gesprochen, was es mit dem Bezieher- und Bezieherinnenkreis auf sich hat. Und das in mehrerer Hinsicht. Die Frage ist ja immer wieder, ab wann bekommt man das Grundeinkommen oder in welcher Phase seines Lebens bekommt man das Grundeinkommen? Und da ist es schon einmal wichtig, klar zu haben, lebenslang. Ja? Also angenehmer wie eine lebenslängliche Haft, aber genau gegenteilig gedacht. Es würde jedem Kind von der Geburt an und jedem Menschen bis zum Tod zur Verfügung stehen. Also in diesem Sinne ist es ein allgemeines Grundeinkommen. Es ist auch in dem Sinne ein allgemeines Grundeinkommen, dass es so gedacht ist, dass es unabhängig von Einkommen oder Vermögen zur Verfügung steht. Also es ist zunächst einmal blind gegenüber der ökonomischen Situation von Menschen. Die Konstruktion ist so, dass es ein soziales Recht allen Menschen zur Verfügung steht. Die Finanzierungskonstruktion trägt dann dazu bei, dass manche dann das Grundeinkommen haben, weil sie nur das Grundeinkommen haben und andere verdienen was dazu, finanzieren das Grundeinkommen mit, haben es also dann sozusagen nicht so offenkundig zur Verfügung, aber im Prinzip steht das Grundeinkommen auch in dem Sinn allgemein. Und heute eine ganz wichtige Frage nach dem Bezieherinnenkreis ist natürlich auch, wie verhält es sich zu dem politischen Gemeinwesen, in dem ich lebe und zu der Form des geregelten rechtlichen Aufenthaltes. Ja, gilt es nur für die, die die Staatsbürgerinnenschaft in dem Land haben, in dem das Grundeinkommen eingeführt wird. Und da gibt es eine wichtige, also da muss noch viel diskutiert werden, glaube ich, ja, um das gut zu fassen auch, wie es denn dann konstruiert werden soll. Ich sage einmal, das, was ich aus der Grundeinkommensdebatte kenne, was so die hauptsächlichste Zugangsweise diesbezüglich ist, dass es jedenfalls allen Menschen zustehen soll, die sich legal in einem politischen Gemeinwesen aufhalten. Ja? Wir können das dann in der Diskussion noch anschauen, aber das ist so eine ein gängiges Verständnis. Individuell heißt, dass das Grundeinkommen neutral ist gegenüber der Lebensform. Und das ist insofern spannend, weil das eines der Neuerungen wäre gegenüber der Art, wie wir jetzt Sozialleistungen kennen. Wenn wir Arbeitslosengeld beziehen, dann kennen wir das, dass das ja, weil es eine Versicherungsleistung ist, uns dann auch individuell zur Verfügung steht. Aber schon wenn Sie Notstandshilfe beziehen müssen oder erst recht Mindestsicherung, dann wissen Sie, dass erstens einmal der Bedarf geprüft wird, aber das ist jetzt hier nicht der Punkt, sondern dass auf das Haushaltseinkommen abgestellt wird. Was dann dazu führt, dass Leute dann eben keinen eigenständigen Notstandshilfebezug haben, weil das Partner- oder Partnerinnen-Einkommen zu hoch ist. Und das Grundeinkommen bezieht sich nicht auf das Haushaltseinkommen, sondern steht jeder Person in der vereinbarten Höhe zur Verfügung. Das heißt auch, und das ist mir auch sehr wichtig, es würde auch abschwächen oder außer Kraft setzen, jegliche rechtliche Besserstellung von bestimmten Lebensformen. Also die Debatten jetzt Ehe oder Lebensgemeinschaft oder WG von was oder wem auch immer, ist egal. Ja? Das Kriterium Existenzsicherung, da ist natürlich die Höhe die entscheidende Sache. Und dabei ist noch einmal wichtig zu sehen, dass das Grundeinkommen die eine Seite haben soll, dass es natürlich eine materielle Existenzsicherung leisten soll. Ja, ist einmal das eine wichtige Faktum und auf der anderen Seite aber auch soziale Teilhabe ermöglichen soll. Warum betone ich beides? Es ist naheliegend, dass die bedarfsorientierte Mindestsicherung das Kriterium der sozialen Teilhabe bereits verfehlt, weil die Höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung liegt deutlich unter der Armutseinkommensschwelle in Österreich. Das heißt, ich schaffe es dann vielleicht irgendwie mit Wohnunterstützung etc., dass ich nicht auf der Straße stehe und vielleicht dann nur meine Energiekosten halbwegs decken kann und genug zu essen habe, Kleidung etc. Aber eine Beteiligung an dem, was in der Gesellschaft, in der ich lebe, ein ganz normaler, jetzt nicht irgendwie spezieller Standard des sozialen Lebens ist, der ist da eigentlich nicht mehr drinnen. Also sprich einmal mit jemandem auf einen Kaffee gehen, sich um politisch informiert zu sein, Zeitungen zu leisten, also diese ganzen Dinge. Und das ist sozusagen auch die Debatte, die beim Grundeinkommen zu führen ist. Wenn wir es nur armutsfest ansetzen würden, dann könnte man sagen, 1.100 Euro wäre mal so eine Größenordnung pro erwachsener Person. Wenn man es
soziale Teilhabe sichernd machen will, dann muss es vielleicht noch etwas höher sein. Aber Sie könnten sich auch einmal an diesen 1.100 Euro, das ist im Moment die ziemlich genau die Einkommensarmutsgrenze für eine Einzelperson, orientieren. Ja, bedingungslos. In meiner Erfahrung ist das ja immer das provokanteste Kriterium. Und ich bin ja auch wirklich dafür, dass das Grundeinkommen damit steht und fällt, dass man in diesem Punkt auch radikal bleibt. Ja, das sage ich jetzt aus feministischer Perspektive. Also bedingungslos heißt meiner Meinung nach auch wirklich, das Grundeinkommen wird für nichts gegeben. Ja? Das heißt nicht, dass man nichts daraus macht. Das sehe ich ja nicht so, aber es wird für nichts gegeben. Es ist sozusagen ein Grundrecht eines Menschen, genug zum Leben zu haben, und wir könnten uns das als Bürger und Bürgerinnen Österreichs oder auch der Europäischen Union oder der Weltgesellschaft gegenseitig zusichern. Bedingungslos ist aber dann doch wieder möglichst gut zu verstehen, weil ich habe jetzt auch schon Debatten erlebt, wo dann gesagt worden ist, naja, es ist ja nicht bedingungslos, weil es setzt ja voraus, dass es ein Geldsystem gibt. Gut, das stimmt natürlich. Aber das Bedingungslos ist in zweierlei Hinsicht als also wichtig zu verstehen. Und da ist es eben schon ausreichend radikal, da braucht man nicht gleich nur das Geldsystem dazu abschaffen. Es ist einerseits bedingungslos gegenüber der Auflage, dass man Ansprüche erworben haben muss im bestehenden sozialstaatlichen System. Also es rechnet eben nicht wie beim Arbeitslosengeld, wie viel hast du eingezahlt und hast du schon einen Anspruch darauf. Oder ja. Und es ist auch bedingungslos gegenüber der Arbeitswilligkeit oder sozusagen des Lebensentwurfs, den die Person hat. Ja. Wir haben ja jetzt eine Geschichte hinter uns mit der Einführung der Mindestsicherung. Gab es ja eine deutliche Verschärfung, dass man auf alle Fälle mit seiner Arbeitskraft im Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen hat, dass man sich also da beschäftigungsfähig zeigen muss, dass man bereit sein muss, an seiner Beschäftigungsfähigkeit zu arbeiten. Das sind, glaube ich, alles Dinge, an denen Menschen eh grundsätzlich interessiert sind, an sich zu arbeiten und tätig zu sein und etwas zu tun. Jetzt ist es halt unter sehr repressiven, disziplinierenden Bedingungen vorgesehen. Und das Grundeinkommen setzt hier sozusagen den Schnitt und sagt, ja, bedingungslos, du kriegst es, auch wenn du jetzt nicht deklarierst, dass du bereit bist, irgendeinen gemeinnützigen Job, um ich weiß nicht was, an Euro in der Stunde anzunehmen. Ja, das jetzt zu den Kriterien. Noch kann ich nicht einschätzen, wie utopisch oder wie ganz logisch Sie das finden. Daher als nächster Schritt einen Blick auf ein europäisches Land, allerdings kein EU-Mitglied, das ja im vergangenen Jahr eine Abstimmung darüber eingeführt hat, weil berechtigterweise abgehalten hat. Weil berechtigterweise ist ja immer die Frage, in welchem Land gibt es das schon? Das wäre natürlich irgendwie leicht, wenn man sehen könnte, dort und dort funktioniert es und so ähnlich machen wir es dann auch. Diese Situation haben wir nicht. Aber immerhin die Schweiz mit einem etwas anderen politischen Prozedere, demokratischen Prozedere, als wir das in Österreich haben, konnten die über ein paar Jahre vorbereitet eine allgemeine Volksinitiative zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens erreichen. Da wurde am 5. Juni 2016 abgestimmt und weiß nicht, ob Sie den Abstimmungstext kennen, der ist sozusagen von einer nüchternen Schönheit, würde ich sagen, weil man nämlich damit auch ganz gut sehen kann, wie macht man sowas politikfähig, worüber ich da mühsam spreche mit Kriterien und worauf wir uns verständigen könnten, müssten und so. Ja. Der Vorschlag des Abstimmungstextes hat geheißen, es geht um einen Artikel 110a neu in der Schweizer Verfassung, bedingungsloses Grundeinkommen. Erstens, der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Zweitens, das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Drittens, das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Also ist der zweite Punkt sehr, sehr bemerkenswert, weil man sich eben drüber getraut hat, das Grundeinkommen klar nicht nur als ein die schlimmste Armut bekämpfendes Instrument zu positionieren, sondern weil man sich traut, von sozialer Teilhabe zu sprechen in einem so
reichen Land wie der Schweiz. Und es ist der dritte Punkt sehr spannend, weil man damit die Verantwortung für die Finanzierung, die ja immer eine große Frage ist, dort hingegeben hat, wo sie hingehört, nämlich in die Verantwortung der Politiker und Politikerinnen, die dann eben ein entsprechendes Verfahren in Gang setzen müssten, um sich für eine Finanzierungsform zu entscheiden. Es liegen verschiedene Finanzierungsformen auf. Das wurde dann auch in der Schweizer Debatte eingebracht. Nur als Richtwert vielleicht noch, weil hier steht, die Höhe wäre zu regeln. Die Initiatoren, also die Gruppe, die hinter dieser Abstimmung gestanden ist, haben sich dann doch dazu entschlossen, einen Richtwert anzugeben. Und das wären in der Schweiz 2.500 Franken, was aber dieser Einkommensarmutsschwelle von 1.100 Euro bei uns entspricht. Die Abstimmung ist so ausgegangen, dass ein Viertel der Leute, die zur Abstimmung gegangen sind, zugestimmt haben, die anderen nicht. Das ist wie immer diese Glas halb voll, halb leer Geschichte. Wir haben ja gerade Volksbegehren abgegeben, wo dann gesagt wird, das Elftbeste, 500.000 Stimmen. Ja, also da hatten sie um einiges mehr, aber es ist nicht durchgegangen. Damit ist es natürlich ganz klar nicht durchgegangen. Also der Kontakt mit den Schweizer Kollegen und Kolleginnen, die für diese Initiative stehen, hat uns aber dann auch die Informationen beschert, dass das halt einfach auch zu sehen ist mit dem ganzen politischen, demokratischen Umfeld in der Schweiz, nämlich dass es so gut wie keine Abstimmung bis jetzt gegeben hat in der Schweiz, wo gleich aufs Erste ein Begehren durchgegangen ist weil einfach die Schweizer auch gewohnt sind, dass bei so größeren, ungewohnteren Dingen das noch mehrmals aufs Tapet kommt. Und es haben ja dann auch Umfragen stattgefunden, wo eine relativ hohe Zahl damit rechnet, dass das in absehbarer Zeit wieder zur Abstimmung vorgelegt wird. Und auch die Zahlen der Einschätzung, dass man sich vorstellt, dass es auch in der Schweiz kommen wird, gar nicht schlecht sind. Ja? Also das heißt, es ist sozusagen ein bisschen eine Unterstützung für die, falls sie das Bild haben, naja, das hat irgendwie vollkommen abgebissen mit den 25% Zustimmung. Ich weiß nicht, wie das in Österreich wäre. Ein Punkt, jetzt war ja sozusagen gerade beim Realen, wie weit ist es schon einmal in einem realen politischen Prozess unterwegs gewesen und wie hat das Stimmvolk, wie das so schön in der Schweiz heißt, diese Initiative beurteilt? Das, was ja viel üblicher ist, ist, dass das Grundeinkommen freundlich, aber bestimmt in den Rang der Utopie verwiesen wird. Dort können dann relativ viele Leute ganz gut damit, ja, sagen, ja, so als Grundidee ist es ja eigentlich eh eine super Sache und kann man ja irgendwie nicht viel dagegen haben, aber jetzt und bei dem, wie wir Menschen sind und wer jetzt politisch verantwortlich ist und so, also gar keine Rede davon. Mir wird es zunehmend ein Anliegen, gegen diesen Utopievorwurf anzugehen, weil ich finde, damit sitzt man dann auch in der Falle. Ja? Ich denke nicht über das Grundeinkommen nach, um mir dann sagen zu lassen, eh nicht. Ja? Als ferne Utopie, ja, kannst du ja weiterhin irgendwie darüber was schreiben oder sagen. Aber jetzt setze ich mich sozusagen nicht ernsthaft damit auseinander. Und daher möchte ich gegen diesen Utopievorwurf ein Stück so argumentieren, dass ich sage, naja, die derzeitigen Verhältnisse, in denen wir sind, in denen wir drinnen stehen, also Sie erinnern sich, Doktrin radikaler Marktökonomie, abgesenkte Kompromissbereitschaft der Vermögensbesitzenden, Aushungerung von Sozialstaat, solidarischen Instrumenten. Die derzeitigen Verhältnisse sind ja auch das Ergebnis vieler Richtungsentscheidungen und vieler Kämpfe. Es ist ja nicht so, dass die Arbeiterinnenbewegung sozusagen nur eine ganz klare Richtung hatte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der arbeitenden Klassen. Also das hat ja auch ganz viele Abzweigungen und Herausforderungen gehabt, wo man sich verständigen hat müssen, eher so, nein, vielleicht doch weiter ein Stück geradeaus. Und an vielen diesen Punkten, historisch, hat auch durchaus die Grundeinkommensidee auch schon immer wieder aufgeleuchtet. Ja? Also damit möchte ich sagen, das ist nicht was, was jetzt irgendwie gerade mal vom Himmel fällt seit den 80er Jahren, sondern diese Idee, dass Menschen ein Recht darauf haben, genug zum Leben zu haben, wurscht welche Wirtschaftsform, ob das eine Agrargesellschaft, eine feudale Gesellschaft, ein kapitalistisches System ist, die hat es schon häufig gegeben. Und um nur ein bisschen zu skizzieren,
nämlich in Form der Idee eines Eigentums für alle. Das war Thomas Paine, 1796 hat er eine Schrift geschrieben, Agrarische Gerechtigkeit, und da hat er gemeint, damals sei es schon nicht möglich, dass jede Person zu ihrer Selbstversorgung ein Stück Land hätte, weil das hätte schon damals mit dem Recht auf Privateigentum und dem schon relativ aufgeteilten Land an einige wenige kollidiert. Aber die Idee war, wenn das schon nicht so ist, dass Menschen ein Recht haben können auf ein Land, um sich damit selber versorgen zu können, von den Früchten, die sie dort anbauen können, dann sollen sie wenigstens eine sozusagen allgemeine Rente bekommen, die sie dafür entschädigt, dass sie das nicht haben sollen. Also es wäre so eine Grundeinkommensgeschichte. Es gibt diese Idee einer Ressourcendividende. Die kommt auch über die katholische Soziallehre ganz deutlich herein, weil die sich eindeutig damit positioniert, dass alle Menschen ein Recht haben, einen Anteil an den Gütern dieser Erde zu haben. Ein unglaublich naheliegender Gedanke. Warum sollten die Güter dieser Erde und ihre Abschöpfung, ihre Nutzung, ihr was auch immer, der pflegliche Umgang damit, nur dem Reichtum irgendwelcher transnationaler Konzerne und letztendlich einiger Menschen dienen? Und dazu gibt es auch das Beispiel, tatsächlich ein reales Beispiel, nämlich in Alaska den Alaska Permanent Fund, der 1982 gegründet worden ist, wo eben weitblickende politisch Verantwortliche entschieden haben, dass die Erlöse aus den Erdölförderungen zum Teil angelegt werden. Bei allem, was das natürlich auch an Problematik wieder heißt, weil das dann wieder ein Player auf den Finanzmärkten ist. Aber okay, gut, man kann sich sozusagen nicht überall unschuldig halten im jetzigen System. Und die schaffen das immerhin im Schnitt seit 1982 für jeden Bürger und jede Bürgerin, auch für die Kinder, ungefähr $1,150 im Jahr auszuzahlen aus diesem Permanent Fund im Jahr. Ja, Sie haben das gehört. Also das ist weit weg von der Idee eines monatlichen bedingungslosen Grundeinkommens. Und es gibt zum Beispiel auch in Indien gerade eine Initiative im Goa, wo die Bemühungen sind, die Eisenerzförderung in Goa auch so aufzusetzen, dass das nicht einfach alles außer Landes gewirtschaftet wird und nur dem Reichtum einiger weniger dient, sondern dass es im Sinne eines Generation Funds für den Ausgleich eingesetzt wird. Das Grundeinkommen leuchtet auf bei der Entwicklung der Menschenrechte, bei der Erklärung der Menschenrechte natürlich, wo das ganz klar in diese Richtung geht. Auch wenn... Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Für weitere Informationen zum Thema Radio- oder TV-Workshops schauen Sie bitte auf unsere Homepage www.medienwerkstatt-linz.at. Ich sage danke fürs Zusehen im Namen der Redaktion. Auf Wiedersehen.